Hau Bergrad. Hau Bergrad. Wollt ihr wirklich in den Stollen mit dem matten Wetter? Wenn ich es euch sage, ich muss. Ich kann sonst die Wirkungsweise des Lichterhalters nicht prüfen. Aber, Herr Oberbergrat, ihr wisst genau, dass da drin Lebensgefahr besteht. Die Luft, sie ist unglaublich schlecht. Wir haben erst 2 Kumpel dort verloren. Sie sind hinein, ihre Lichter sind erloschen und sie fanden nicht mehr heraus. Genau deshalb habe ich den Lichterhalter erfunden. Die Flamme brennt auch dann noch, wenn die Luft so schlecht ist, dass niemand mehr atmen kann. Herr Oberbergrat, ihr habt es mir erklärt, aber nein, ich kann es einfach nicht glauben. Wie soll denn die Lampe dort noch brennen, wo ein Mensch nicht mehr atmen kann? Das ist ganz einfach. Sie bringt ihre Luft mit. Aber wie soll das denn gehen? Ihr seht, dass die Lampe 2 Behälter hat. Hier ist der untere Behälter, da ist nur Luft drin. Und darüber ist der obere Behälter, der ist voll mit Wasser. Durch ein dünnes Rohr läuft das Wasser langsam in den unteren Behälter und drückt durch ein zweites dünnes Rohr Luft nach oben direkt zur Flamme. Damit hat sie immer Luft, auch wenn das Wetter im Stollen viel zu matt ist. Wenn alle anderen Lampen erlöschen, brennt sie noch und die Kumpels können sicher der Gefahr entfliehen. Und das wollt ihr jetzt ausprobieren? Ja! Killinger, ihr bleibt zutage. Okay. Ich gehe jetzt mit Bauer rein. Er bleibt am Beginn des gefährlichen Stollen stehen mit dem offenen Frosch in der Hand und ich gehe weiter mit meiner Lampe hinein. Killinger, gebt ihm den offenen Frosch. Ob das wohl gut geht? Ich wünsche es ja dem Herrn Oberbergrat. Ja, Herr von Humboldt setzt sich immer sehr ein, neue Verbesserungen für die Bergleute einzuführen. Und das mit dem Licht. Das mit dem Licht im Berg war eigentlich schon immer ein Problem. Mensch, hoffentlich passt der Bauer gut auf. Herr Oberbergmeister, schnell! Bauer, was ist passiert? Stollen hineingegangen. Dann hörte ich ihn keuchen. Ich rief, Herr Oberbergrat, was ist los? Er sagte, ich krieg kaum noch Luft. Ich sagte, komm schnell heraus. Er antwortete gleich, ich muss noch die Lampe am Boden abstellen, wo die Luft am schlechtesten ist. Ich sagte, dann müsst ihr aber rauskommen. Doch er antwortet nicht. Ich sagte, Herr Oberbergrat, doch er antwortete nicht. Dann habe ich Fritz und Heinz geholt. Wir hielten die Luft an und sind in den Stollen hineingegangen. Unsere Lichter sind sofort erloschen. Nur die Lampe vom Humboldt brannte noch. So konnten wir ihn dann finden
und rasch rausholen. Dem fehlt nur etwas frische Luft. Dann geht er schon wieder. Kommt, richtet ihn auf, damit er frei atmen kann. Hauber Bergrat, wacht auf! Was ist passiert? Ihr seid im Stollen ohnmächtig geworden. Und Heinz und Fritz haben euch herausgeholt. Und meine Lampe? Die brennt immer noch. Seht, der offene Frosch ist gleich erloschen. Doch eure Lampe, sie brennt immer noch. So hat es geklappt. Ja, es hat geklappt. Diese Lampe hat ihr Leben gerettet. Und diese Lampe wird noch viele andere Leben retten. Okay. Und auf.